Ja, hi und willkommen, mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Wie man sehen könnt, Aqua ist bei uns. In der letzten Folge haben wir Aqua aus dem Reich der Dunkelheit gerettet. Und ja, ich bin wirklich froh. Die Story wird jetzt wieder awesome und weiß nicht. Sie ist nicht Teil unseres Teams, aber ich muss mal ein Foto von ihr machen. Mal, warum nicht? Und ja, sie ist irgendwie nicht in unserem Team, aber sie ist in unserem Team. Aber hey, grins mal. Wir haben Aqua gerettet. Hashtag Aqua ist gerettet. Und ja, ich nehme an, hier gibt es nicht viel zu tun, ne? Wir sind einfach nur storymäßig unterwegs, aber trotzdem. Oh, da oben sieht es aber schon so aus, als könnte man da hin. Vielleicht ist ja da echt was. Oh, da oben ist. Ich weiß nicht, ob ich da schon hin will. Gehen wir meinen offiziellen Weg, ne? Ja, ich könnte gar nicht aufhören, selbst wenn ich wollte. Die Story ist jetzt awesome und kommt Goofy auf einmal her. Ich kann auch nicht irgendwie andere Welten besuchen, um irgendwie offscreen Schatzrunde und so zu sammeln. Also ja, wir müssen hier so oder so durch. Also machen wir das. Wir sind im Land des Aufbruchs, also da, wo wir mit Kingdom Hearts Birth by Sleep angefangen haben. In Kingdom Hearts Birth by Sleep angefangen haben. Und ja. Irgendwas ist da auf dem Thron. Ventus. Sehr cool. Ventus ist da auf dem Thron. Er ist nicht mehr auf den... Stimmt, hat sich ja zurückverwandelt. Das Schloss Oblivion hat sich ja zurückverwandelt in dieses Schloss. Und ja, dementsprechend sitzt jetzt Ventus auf einen dieser Throne. Und so habe ich jetzt wahrscheinlich wundern, der sieht ja aus wie Roxas. I'm sorry, it took so long. Fen, wake up. Open your eyes, please. Why? Your heart never found its way home? That was a neat trick. Oh. No wonder no one could find him. Okay. Vanitas! Ohne Dingens. Why are you Kutte. Here? Oder Regenmantel. I'm sorry to interrupt your touching reunion, but surely you won't begrudge me a moment with my brother. What? So Venti Wenti wants to keep sleeping. What am I ever going to do with you? Shut up! You better settle down there, master! Aqua, I'll handle him! No, I'm ending this. But you haven't recovered yet! Sorry. But you've seen me too weak, too often. Now it's my turn to shine. Wenn wir als sie spielen? Na komm her, Vanitas. Die haben wir schon so oft in den Hintern getreten mit Aqua. Na komm her. Natürlich kommt die Musik. Warum ist Vika auch drei? Und die hat auch Dings, okay. Na komm her. Er bringt uns jetzt zurück zu Birth by Sleep, ne? Erinnerst du dich noch, Kumpel?
gerade Nope gesagt. Komm her. Soll vielleicht mit Magie angreifen, das ist ja ihr Ding eigentlich. Na, ah, Dreck. Oh Gott. Bei Vanitas muss man erstmal wieder reinkommen. Also, okay. Dreck. Was ist das? Oh Gott. Komm her, ey. Gibt's doch nicht, Mann. Kollege. Du bist doch schon ein alter Hut, ey. Ah, ist Magika, so ist das, genau. Doch, komm her. Ja, komm her. Jetzt sollten wir losgehen. Kennst du den Move noch? Ja. Sehr cool. Au. Ist die Rolle eigentlich immer noch so broken wie in Dings? Oh, nein, da wollte ich nicht. Warum ist denn das? Warum sind ihre Zauber auf anderen Plätzen? Ne? Oh Gott. Natürlich haben wir die Originalmusik, das muss ich ja nicht erwähnen, ne? Ah, die hier, komm her. Okay, ist gut, Kollege. Oh nein, mein Ding ist abgelaufen. Oh. Komm her. Ist ja nichts gegen den optionalen Boss aus Birth by Sleep. Ja gut. Ja, ich hab ein Schild. Klappt nicht. Du nicht ein Schild eingesetzt war. Oh Gott. Die Szene kennen wir doch. Aqua! Was passiert jetzt? Erwacht Ventus? Wir sind in Zoras Herzen. I have to wake up. Yes. Tell me what to do. The power of waking. I can't. I still don't have it yet. You never lost it. It sleeps. Until someone needs it. Call to it. I am calling. With all my heart.
Ich hoffe, das normale Schlüsselschwert kommt immer in diesen Cutscenes vor, oder ist das, weil ich das ausgerüstet habe? Da wäre nämlich gut. Da haben wir Ventus Herz. Thank you for always keeping me safe, Sora. Oh Gott. Okay. Doch jetzt kommt jetzt die Chi-Klinge. Da läuft nicht alles so geplant, so wie geplant, ne, Vanitas? Three Guardians is more than I care to face. But now that my brother is awake, I'm just certain that he'll come to visit. Aqua, are you all right? Yes, I'm fine, Sora. Yeah. Huh? You're Sora? Yep. Hey, Ventus. Stimmt, da war ja was. I get it. You were my second chance. Huh? Na, da ist ein Bild, das Call me Ben. Sich bestimmt viele gewünscht haben, ne? Good morning, Ben. Good morning, Aqua. Zwei haben wir, einer fehlt noch. Aber der ist der schwierigste zum Holen, glaube ich. Also ja. Jetzt läuft alles viel zu gut für uns. Das ist kein gutes Zeichen. Was mit der Organisation? Ja, nur bestimmt jetzt auch ein paar Asse und so dazu bekommen irgendwie, ne? Ich meine, bei uns läuft jetzt alles gerade fantastisch. Heißt, bei denen geht's bestimmt auch jetzt bergauf. Stimmt, wir haben jetzt 7, ne? At last, we are all assembled. First, Sora, Riku, Donald, Goofy, Mickey. I cannot thank you enough for what you have done. And you, Aqua and Ventus, we are fortunate to have you back. Thanks. I only wish we could have returned to help sooner. We're grateful to all of you for rescuing us. Thank you. I feel bad for letting you guys down. We tried, but we still haven't found Terra. Don't. He studied with Master Ericus, just like us. He's our responsibility.
Mickey told me that you saved me in the realm of darkness. I should have gone to help you right away. But I was too inexperienced. I'm sorry. I know that I let you down. No. So, am Ende von Kingdom Hearts 1. Just the opposite. Did you know Riku's a true Keyblade Master now? That's wonderful. Ja. Sora nicht. Good for you. Sora nicht. Yeah, rub it in. I'm happy to see that you haven't changed one bit. Goofy. Huh? Sora, you probably don't remember. It's okay. Ah, yes. Let us not forget our new Keyblade wielders. Lee, Kairi, you have made tremendous strides. Hey there. And that's future Keyblade Master. Kairi. That's... Incredible. It is you. Huh? You know her? When you and I first met in Radiant Garden, the Unversed tried to attack a little girl. Do you remember? Oh gosh, that little girl was Kairi? I guess it must have worked. The spell that I cast on you. I'm sorry. Those days are hazy for me. But it sounds like I'd have been in trouble without you. So thank you. Please. You were really very little. Anyone would forget. Hazy memory or not. This is all very touching, guys. But where do I fit in? Ven looks just like Roxas. Or is it Roxas looks just like Ven? Die beiden kennen sich da auch. And now I have to explain all of that to him, which is in itself a crazy long story. And apparently everybody already knows everyone, and this is an insane amount to get memorized. Sorry, Lee. You remember me? Yeah, of course. We're friends. I can't believe you became a Keyblade wielder just like me. Yeah. Axel, you know Ven? Axel? Who's Axel? See? Got it memorized. See? Major brain ache. Huh? Now who? Not to worry, folks. To help us out, I've given each of you a gummy phone. They've got summaries of everything that's happened so far. That way, you can read up if you'd like. And if anyone has any questions, we can call each other. That's like Jiminy. He's always prepared. Mm-hmm. Well, we've got our seven guardians. Yeah. But I do wish that Roxas and Naminé and Terra could be here with us too. Since when do you mope, Sora? Come on. Terra's gotta be with the organization, which means we'll have a chance to save him. Leave it to Ven and I. We'll bring him home. Yeah, I made Terra a promise. I said I'd be there for him when he needs me. And I'll figure Roxas out. Don't know how, but I'll get him back. Naminé is right here safe with me. I know that we'll find a way to help her. Trust me. I'm not giving up. Kairi's right. We're all in this together, Sora. And Donald and I are no Keyblade wielders.
but we'll always be right there to help keep you steady. We've got your back, not just now, but always. Through hot bags, make a hole. That again. It's a shame that all of our friends could not be here. But our seven guardians of light have united. Auf dem Schlüsselschwertfriedhof, oder was? I'd say that we have nine guardians with Donald and Goofy. Given time, I know the others will soon stand with us. Yeah. Today you recuperate. On the morrow, you journey to the fated place. Right. Yeah. Ich glaube nicht. Wird doch erstmal ein paar andere Sachen noch machen, wenn es geht. The stars here are so beautiful. I noticed it when we arrived. Yes. We've gone without this for so long. I know. I remember dreaming a lot. Of you and Terra. Of Sora and his friends too, I think. And there were some more people I didn't recognize. Oh, and I saw these weird animal creatures. It's like I've been part of some big adventure. I've been places too. But pretty soon, things will be back to normal. Let's share stories when Terra's back. Yeah. Alles klar. Huh. Also bleibt jetzt echt nur noch der Schlüsselschwertfriedhof, ne? Reich der Dunkelheit haben wir jetzt nicht wirklich erkunden können. Also ja. Eieiei. Da ist schon wieder sie. Team Rocket von Kingdom Hearts. I've had it with this stupid treasure hunt. Every box we found has been nothing but a bust. I agree. Our search ends today. What, huh, now? You cannot find the unfindable. The box does not exist. I knew they was taking us for a ride. Silence, imbecile. I mean the box does not exist now. What? Is that some kind of riddle? Just where are we supposed to be looking? Light and darkness are fated to clash. A Keyblade war is upon us. We need only wait for that destined moment. No matter the victors, the box will be revealed. That's it? But when's my big moment? You will have it soon enough. Once I possess the box, our real work can begin. Wäre irgendwie witzig, wenn sie irgendwie der finale Boss dieses Spiels wäre. Und ja. Lee schwelgt etwas in Nostalgie. Well, Roxas, I should have been there for you by now, but here we are. Psst.
Shouldn't you say goodbye to your real home? Why? I'm not here to fight. Relax. Hey! You can't eat all this. Why did you buy three of them? One for Roxas? And two for good luck? I don't know. Because I felt like it, okay? Why are you here? Got it memorized? Back when we were still friends, we used to sneak into the castle. Yeah. And we made a friend there, a girl. We apprenticed to Ansem the Wise to rescue her. Yeah, and we failed. One day she was just gone. You gave up. I did not give up. One day we're apprentices. The next, Ansem the Wise is up and vanished. The day after, we're nobodies. Day after that, we're doing icky jobs for Xemnas. I couldn't keep up with you. Following Xehanort's nobody was the only way to discover what happened to her. She was his lab rat. So, you found her? I helped you rise up the ranks, so I hope it paid off. I'm afraid not. Nary a trace. I started to wonder if we'd imagined her. Maybe she never existed. And then, in time, I awakened to a new purpose. I realized I could be stronger. Well then, you blew it. Wise up already and just quit. Face it, Roxas is just like our other friend. Gone forever. You need to accept that. You wish. I'm getting her back, all of them. Especially Roxas. I'm even dragging you home. The marks under your eyes, they're gone. Yeah, don't need them. Stimmt. Always told you they'd stop you from crying, the upside down tears. Would you get lost? I'll clobber you tomorrow. I expect no less. Stimmt, er hat ja so Dinger im Gesicht. Dieses Mädchen, das an der Experimente gemacht worden sind. Dieses Mädchen, Kairi. Ich glaube ja, ne? Die Erinnerungen sind ja auch irgendwie nicht die besten, so anscheinend. Also ja. How long have you known that I was with you? You did save me. I think you came along for a reason. I didn't make much of myself as a replica. I was a failure. And after you and Sora moved on, my body fell to ruin and the darkness took my broken mind. I was all ready to give up and let it happen. And then you showed up. You took that as a sign? Maybe. I'd rather face my end with you than in darkness. That's what you want? Yeah. But I'm not done yet. Got one last thing to see through. Take the time you need. Wir sehen ja echt, was mit jedem Charakter noch passiert, ne? Hey, why is Riku all alone? He said he needed time to himself. Let's let him be. Hmm. Here. Well,
Huh? Oh. Tomorrow's fight will be our toughest yet. I want to be a part of your life no matter what. That's all. Ganz weit zurück zu Kingdom Hearts 1. Kairi, I'll keep you safe. Mm-mm. Let me keep you safe. Verbundene Herzen. Okay. Alles läuft gerade so entspannt und glücklich und zufrieden. Irgendwas wird sehr schief gehen. Okay. Wir können jetzt zu anderen Dingern fliegen und ja. Sollen wir nicht wissen, wo wir da landen, ne? Und das sieht episch aus. Und okay, ich dachte, ein oder zwei Charaktere sind jetzt in unserem Team oder so, aber anscheinend nicht. Ventus Replico heißt er so? Alles klar. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir dahin gehen, werden wir erst noch ein paar andere Sachen machen davor, auch wenn ich nichts lieber machen würde, als jetzt die Story weiterzumachen und so. Ich würde doch erst gern ein paar Nebensachen hier erledigen, wenn das okay wäre. Was ist die Kampfstufe hier? Keine Ahnung. Jedenfalls. Guck mal einfach nochmal. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Dann, nachdem wir hier das erledigt haben, und in der nächsten Folge werden wir dann erstmal hier und da ein paar Nebensachen erledigen. Wir werden versuchen, viel Essen und hier so zu sammeln, damit wir das hier erledigt kriegen. Und Schatzrum werde ich auch alle noch suchen. Embleme, die habe ich wahrscheinlich schon längst eingereicht oder so in einigen Parts, aber ja, in dem Sinne sag ich dann mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder ist. Let's Play Kingdom Hearts 3. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.